Einen wunderschönen guten Morgen. Wir begrüßen euch aus dem Allgäu, auch wenn man es vielleicht aufgrund der Hintergrundkulisse nicht vermutet. Aber ja, wir sind in Kempten, hier vom Bahnhof. Ja, da sieht man die Schönheit des Allgäus noch nicht. Aber ja, da fahren wir auf jeden Fall auch noch gleich hin. Wir waren jetzt schon gestern im Allgäu, haben dort versucht, den TRI-Ersatzzug des Alex im Innenstadt Oberstdorf aufzunehmen, genauso wie den Intercity Dortmund Oberstdorf, der ja lustigerweise genauso heißt wie dieser Kanal 2013. Ja, da war es bewölkt. Heute ist es sonnig, deswegen ja, werden die Aufnahmen schöner und deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir euch auch mal auf die heutige Tour mit. Und ja, Philipp. Ja, ich glaube, ich gehe hier erstmal auf die Sonnenseite des Lebens. Du gehst hier auf die Sonnenseite des Lebens. Sieht man mich vielleicht, ja. Genau, auf jeden Fall, du kannst uns jetzt ja mal verraten, was wir heute so grob vorhaben. Ja, erstmal hast du es ein bisschen beschönigt, nicht gutes Wetter. Gestern war es ja hier so schlimm, dass Starkregen, also wirklich die Flüsse hat anschwellen lassen, dass glaube ich sogar die A8 bei Garmisch überflutet war. Wir hatten zum Glück, dass es nur geregnet hat, aber hier war schon heftiges Unwetter. Ja. Deswegen ist dieses Wetter einen Tag später schon mega sehr verwunderlich und ich freue mich jetzt auch, dass die Sonne scheint. Ja. Und ja, wir fahren jetzt erstmal nach Oberstdorf. Da nochmal, was auch eines der Tourziele war, sich vom Alex zu verabschieden. Und dann geht es weiter Richtung Baden-Württemberg, wo ja umfassende Ersatzkonzepte greifen, weil eben vor allem zwischen Stuttgart und Tübingen noch nicht genug Personal und Züge oder beides, ich weiß es. Vor allem Züge da sind. Und ja, so wollen wir quasi heute im Süden von Deutschlands mit möglichst vielen Übersetzfenstern unterwegs sein. Und ja, mal gucken, was wir so erleben, wie wir so fahren. Und, ja. Genau, du hast die Theorie vorgestellt. Die Praxis ist dann meist eine andere. Von daher sind wir sehr gespannt, wie es läuft. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt und wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Zweite Klasse. Wir sind heute mit dem Quer durchs Land-Ticket unterwegs, aber nachdem ihr gesehen habt, der Zug fährt ja jetzt schon um 8.50 Uhr, haben wir hier natürlich noch einen extra Fahrschein gelöst. Ja, von Kempten bis Immenstadt. Das nur so als Aufklärung und ab jetzt aus bekannten Gründen, ja, Maskenball. Genau, was muss, das muss. Wir sehen jetzt gerade, dass hier der Alex aus München angekommen ist. Ja, ursprünglich hätten hier jetzt Wagen abgehangen werden müssen. Stattdessen ist jetzt aber aus Personalmangel quasi eine Ersatzgarnitur von TRI angemietet worden. Die pendelt jetzt mit gerade mal zwei Wagen dann immer auf dem Abschnitt Immenstadt-Oberstdorf und der Alex fährt ohne Zugschwächung quasi direkt weiter nach Hergat in dem Fall. Thank you.
Wir sind jetzt hier angekommen in Oberstdorf, stehen jetzt auf einem Parkplatz, deswegen hier ohne Maske. Ja, wunderschöne Fahrt bis hierher. Und jetzt versuchen wir dann hier die 218 am Intercity aufzunehmen. Und vorher habe ich eine kleine Frage an dich. Ja. Und zwar, welchen Superlativ zeichnet der Bahnhof Oberstdorf aus? Ich gebe dir mal vier Antwortmöglichkeiten. Ja. A. Westlichster Bahnhof Bayern. B. Südlichster Bahnhof Deutschlands. C. Höchstgelegener Bahnhof Deutschlands. Und D. Kleinster Kopfbahnhof in Bayern. Ich würde sagen B. Südlichster Bahnhof Deutschlands. Was tippt ihr? Drückt mal kurz auf Pause. Ich löse auf. Philipp, du hast richtig geraten oder es gewusst. Südlichster Bahnhof Deutschlands, ja, ist Oberstdorf. Höchstgelegener Bahnhof Deutschlands ist Irgendwo in der, im Titi, am Titisee. Richtig. Nee, ich komme nicht drauf. Feldberg-Behrenthal. Genau, Station. Behrenthal. Ja. Genau, ja, ja, richtig. So, und dann, ja, nach dem kleinen Quiz hier, werden wir jetzt mal die 218 hier aufnehmen und uns dann und unsere Reise dann fortsetzen. Ja, wir sitzen hier jetzt auch wieder in einem Abteilwagen zwischen von Immenstadt nach Hergatz und ja, ihr habt schon gesehen, wir fahren jetzt schon die ganze Zeit mit alten Zügen. Für alle, ja, Zuschauer, die nicht so häufig in Deutschland mit dem Zug fahren, der Hinweis, das ist aber nicht repräsentativ für den deutschen Bahnverkehr, sondern eher die Ausnahme, leider mit solchen Zügen zu fahren, hier mit abteilähnlichen Strukturen oder Abteilwagen und Übersetzfenster. Und in, wenn ich mich kurz einmischen darf, in 4 Monaten ist es ja leider auch hier
ja, mit der Herrlichkeit vorbei, das Reisen. Richtig, genau. Und deswegen haben wir uns das extra, sage ich jetzt mal, ausgesucht. Hier auf der einen Seite natürlich wegen der landschaftlich schönen Strecke, aber auf der anderen Seite natürlich auch in solchen, ja, bequemen und für uns erlebnisreichen und schönen Wagen zu fahren. Und ja, wir genießen es. Aber ja, was man natürlich auch nicht gedacht hätte, dass wir ja diese Zugfahrt immer mit Maske genießen dürfen oder müssen. Aber den Spaß lassen wir davon uns auch nicht verderben, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also man kann natürlich die Frage stellen, ob man jetzt, wir haben das Abteil hier wirklich komplett für uns, ja, ob das da angebracht ist. Wahrscheinlich muss man das auch ein bisschen im Einzelfall entscheiden. Mhm. Aber da jetzt offiziell noch im gesamten Zug Maskenpflicht herrscht, ja, ja, und dass leider die Abteile nicht ausgenommen sind explizit, ja, tragen wir sie auch hier. Aber ich denke auch, das Hobby jetzt aufgeben, nur weil man Maske trägt. Nee. Und ich meine, mit den Masken finde ich auch das Thema, wenn sich da einige drüber beschweren, es will ja keiner diese Masken tragen, nur wir, ja, tragen ja diese Masken für einen gewissen Zweck. Ja. Nicht unbedingt nur, um uns zu schützen, weil wir sind noch relativ jung und hoffentlich zumal gesund. Zumal die Maske uns überhaupt nicht schützt. Genau. Die schützt, ne? Wenn dann überhaupt, genau, andere, beziehungsweise verringert das Risiko, sollten wir Corona haben, was wir natürlich nicht annehmen, sonst wären wir sowieso in Quarantäne. Aber sag ich jetzt mal, wenn wir irgendwann etwas hätten, dann verringert sich die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass wir andere anstecken, und deswegen, sage ich jetzt mal, ja, ist es Pflicht und genau, kommt natürlich der Pflicht nach. Freude hat keiner dran, aber gesellschaftlich sich auch mit den Leuten irgendwie ja, so empathisch zu zeigen, sage ich mal, die vielleicht krank sind oder die, für die eine Ansteckung gefährlich ist, wobei, ja, es ja auch für alle gefährlich sein kann. Ja, ja. Aber es hätte jedenfalls nicht Anfang des Jahres irgendjemand gedacht, ja, dass wir hier unsere Sommertour, ja, mit Masken machen. Aber wie gesagt, wir machen das Beste draus. Was, richtig, sollen wir jetzt rumheulen und unser Hobby, richtig, einstellen? Nö, genau. Wir genießen jetzt noch hier die Fahrt im schönen Abteilwagen. Ja, ursprünglich hätten wir jetzt, wären wir jetzt in Heimenkirch gewesen und hätten da an der Fotostelle den Alex aufgenommen. Ja, aber wie das so bei unserem Hobby ist, es kommt ja selten so wie gedacht, denn eigentlich hätten wir dann von dort aus direkt weiter über Innenstadt nach Ulm wären wir gefahren, weil unser zweites Ziel ja quasi die Ersatzverkehre im Stuttgarter Raum sind. Aber wie gesagt, es kommt bei unserem Hobby insbesondere ja selten so wie gedacht. Ne? Richtig, genau, denn südlich von Memmingen ist vorgestern früh ein Tieflader über einen Bahnübergang drüber gefahren und hat damit die Schienen verbogen, und deswegen ist die Strecke zwischen Memmingen und Bad Grönenbach gesperrt. Das heißt, man kann also nicht mit dem Zug von Immenstadt nach Ulm durchfahren, und dadurch, ja, ist diese Planung hinfällig. Ja, ansonsten hätte man auch noch von hier nach Aulendorf und dann direkt nach Tübingen fahren können, aber dort ist auch Baustelle, von daher ist der einzige Schienenweg, wo wir jetzt quasi Richtung Stuttgart fahren können, von Hergatz hier nach Aulendorf, dann von Aulendorf nach Ulm und dann, ja, Richtung Plochingen, wo die nächsten alten Züge auf uns warten. Also ja, man muss immer mal wieder spontan umplanen und das Beste draus machen, und das versuchen wir jetzt auch, und wir sind gespannt, ob diese Verbindung jetzt über Aulendorf und Ulm soweit klappt. Und wer hätte gedacht, dass ein Schwerlasttransporter, ja, mal so unsere Planung durcheinander bringt. Ja. Und ja, das ist eben unser Hobby. Es können die verrücktesten Dinge passieren. Und richtig, jetzt sorgt, genau, wie gesagt, ein Schwerlasttransporter dafür, ja, dass seit 3 Tagen der Zugverkehr, ja, hier massiv gestört ist. Genau. Und ein bisschen fragt man sich schon, ob wirklich das so lange dauern muss, um einen, ja, Schienenschaden zu reparieren.
Damen und Herren, herzlich willkommen im Zug der Regionalverkehr Alp-Bodensee GmbH. Wir sind jetzt hier angekommen in Wendlingen, haben uns ein kleines schattiges Plätzchen vor dem Bahnhof gesucht und ja, ihr habt es ja gesehen, wir sind gefahren von Hergatz dann über Aulendorf, wo es noch ein paar 218er zum Aufnehmen gab, nach Ulm und jetzt hier über Plochingen nach Wendlingen, denn zwischen Stuttgart und Tübingen bzw. teilweise auch Richtung Heilbronn fahren ja aufgrund von Lieferverzögerungen der Neufahrzeuge fahren dort Ersatzzüge vorübergehend, voraussichtlich noch bis Dezember. Und ja, die wollen wir natürlich auch aufnehmen. Alles Wissenswerte zu diesen Ersatzzügen gibt es in diesem Video hier. Und das versuchen wir jetzt so ein bisschen hier umzusetzen. Genau, jetzt schwirrt hier gerade eine Wespe rum. Jawohl. Okay, aber die tut uns hoffentlich nichts. Ja, wir sind jetzt hier in Wendlingen am Neckar. Für mich ganz persönlich auch eine persönliche Stadt, denn das ist quasi meine zweite Heimat. Ich habe so schwäbischen Migrationshintergrund, wohne zwar schon immer in Düsseldorf, aber ja, das ist hier meine zweite Heimat, habe noch viele Erinnerungen. Ich glaube, du hast doch eben die S-Bahn gefilmt und ich kenne das hier noch mit 218 und N-Wagen auf der Nebenbahn nach Kirchheim-Teck und ja, auch weiter nach Oberlenningen, aber da ist glaube ich auch noch Dieselverkehr, aber zumindest der Abschnitt nach Kirchheim ist ja wirklich vorbildlich ausgebaut mit S-Bahn und allem und nachdem wir ja dieses Schwerlaster oder wie hieß das Ding? Schwertransporter? Tieflader. Tieflader-Drama hatten, der dann die ganze Strecke zerstört hat, muss ich wieder mal sagen, du hast zwar schön und lange geplant, aber die Realität macht eben die schönen Pläne nicht allzu selten zunichte. Und deswegen war das heute ein bisschen Freestyle, was ja eigentlich nicht so dein Ding ist. Ja, wobei man sagen muss, es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob man gar nichts geplant hat oder ob man sich schon mal mit der Thematik, mit den Strecken, mit den Fahrzeiten auseinandergesetzt hat, dann tut man sich, wie ich finde, dann auch leichter Alternativen zu finden und die Zeiten einzuschätzen. Und von daher, Planung schon auch gut, wenngleich sie natürlich auch nicht immer funktionieren muss, klar. Zumal man aber auch sagen muss, dass durch neue Medien wie Suncalc und sowas ja eigentlich auch die spontane Planung etwas einfacher ist als noch vor 10 Jahren. Das ist aber richtig, aber wenn man sich erst ganz neu mit einer Strecke, mit den Fahrzeiten und den Abständen auseinandersetzen muss, finde ich es ehrlich gesagt stressiger, als wenn man vorher schon weiß, okay, wo überall was alles zu filmen geht. Und deswegen, plane ich nach wie vor sehr gerne. Und ich nach wie vor nicht so gerne. Ja, aber vielleicht ist es bei uns genau die Symbiose aus Planung und Nichtplanung, die dann Dann zum Erfolg führt. Zum Erfolg führt, genau. Okay, und ob wir jetzt Erfolg haben werden mit Ersatzzügen, werdet ihr das dann sehen. Thank you.
Hauptbahnhof. Abfahrt 17:40 Uhr von Gleis 2 RB 18 nach Osterbrücken. Über Stuttgart Hauptbahnhof. RB nach Bad Urach über Metzingen. Abfahrt 18 Uhr von Gleis 1 und RB nach sehr interessante Steckdosen-Nachrüstung. Aber warum nicht? Für die letzte Szene des Tages, ja, haben wir jetzt eine der schönsten Stellen in Tübingen uns ausgesucht. Und ja, ich frag dich mal, Philipp, wie hat dir der Tag gefallen? Was waren so deine Highlights? Ja, war ganz wunderbar, hat mir wirklich gut gefallen, wirklich von Bayern durch Baden-Württemberg und wirklich eine Menge Altbau. Ja, gebe ich dir definitiv recht. Ich fand auch unsere Mischung ganz schön am Anfang. Viel mitfahren, auch in den älteren Zügen und dann ja, zum Schluss noch mal mehr so das Fotografier- und Filmerlebnis zu haben. DR-Dosto-Aufnahme, Aufnahmen von N-Wagen und SRI-Dosto. Ja, ich finde, es ist insgesamt ein recht interessanter Ersatzverkehr, natürlich sehr viel Neubau, aber gefällt mir eigentlich ja mal besser, weil ja jetzt zum Beispiel 111 oder so hat man ja schon ziemlich viel, von daher finde ich es mal schön, einfach auch mal so eine blaue Garnitur zu filmen oder wie siehst du das, hättest du jetzt wieder lieber die Standard rote 111 am N-Wagen gehabt oder? Nee, ich sehe es wie du, ich finde durch diese neuen Loks hat das sowas von wirklichem Ersatzverkehr, also nicht irgendwie Museum oder so, sondern da ist wirklich eine Not und man hat halt keine Wagen, aber noch neue Loks und von daher finde ich, hat das auf jeden Fall seinen Charme. Ja, kann auch nur sagen, mir hat der Tag auch sehr gut gefallen und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lob, Kritik oder irgendwelche Anregungen oder Fragen sehr gerne in die Kommentare. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ja, hat mich sehr gefreut, wieder mit dir unterwegs zu sein. Immer wieder. Genau, und wir verabschieden uns jetzt hier aus Tübingen. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.